herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen, Stefan Lang. Stefan, ich habe wirklich große Freude, dass du hier bei mir im Berufspodcast bist. Berufspodcast, der heißt Top Jobs im Wandel. Du bist ja ein gelernter Verkäufer, der heute als Leiter Verkauf und Marketing bei der Zünd Systemtechnik AG in Altstetten im St. Galler Rheintal tätig ist. Und wir werden gleich natürlich noch mehr zu deinem Lebenslauf hören. Warum habe ich dich als Interviewgast ausgewählt? Aus meiner Sicht hast du tatsächlich auch einen Top-Job in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld und bewegst dich dort, glaube ich, auch recht erfolgreich. Und für mich bist du einfach ein Beweis dafür, dass man durch kontinuierliche Weiterbildung auf Basis einer beruflichen Ausbildung, sprich Lehre, dich entsprechend entwickeln kann. Und ich glaube, dass du sehr, sehr viele Tipps haben wirst, die noch nützlich sein könnten für auch die Karriere meiner Hörer. Welche Überschrift würdest du wählen, wenn du heute einen Bericht über deinen Lebenslauf schreiben dürftest? Also zuerst mal ganz, ganz herzlichen Dank, Christoph, für die Chance, bei diesem Interview dabei zu sein. Ich würde meinen Lebenslauf mit keine Karriere überschreiben. Und das eigentlich unter dem Hintergrund, dass ich sehr stark daran glaube, wer Spaß hat an der Arbeit, wer Interesse, ehrliches Interesse an dem hat, was er macht, und nicht der Karriere nachstrebt, dann kommt man automatisch an sehr interessante Sachen hin. Es ergeben sich Dinge, die man, wenn man dafür kämpfen würde, wenn man sich einsetzen würde, wahrscheinlich nicht unbedingt erreichen würde. Und deshalb eigentlich die Überschrift vielleicht auch ein bisschen provokant, keine Karriere. Wow, okay. Aber wenn man das eben hört, wie du das jetzt beschrieben hast, dann finde ich das schon wieder sehr treffend, ehrlich gesagt. Jetzt, bevor wir noch ein bisschen genau auf deinen Beruf eingehen, möchte ich wissen, wie du dazu gekommen bist. Also erstmal auch die Frage, wie lange machst du eigentlich deinen Job bereits? Also ich bin jetzt seit bald 5 Jahren bin ich in der Position hier bei der Zünd Systemtechnik in Altstetten. Anfangs hatte ich den Bereich Verkauf und Marketing übernommen. Der Bereich ist jetzt eigentlich kontinuierlich gewachsen und wir haben jetzt unser Unternehmen, haben wir per 1. Januar ein bisschen eine neue Struktur verpasst. Wir sind sehr stark gewachsen. Wir sind heute bereits ein Unternehmen mit 360 Mitarbeitern weltweit mit 8 Niederlassungen. Und ich durfte jetzt per Januar durfte ich auch noch den Bereich After Sales Service übernehmen und bin jetzt seit Januar auch ein Mitglied der Geschäftsleitung. Eine eigentliche Frage, wie ich zu der Position gekommen bin. Ich denke mir, es ist wie so oft im Leben. Man kennt jemanden, der jemanden kennt. Und dann geht es sehr oft darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das zu steuern ist nicht so ganz einfach, aber ich denke mir, es gibt schon ein paar Tipps und Tricks, auf die kommen wir sicherlich später noch zu sprechen. Warum hast du dich eigentlich für eine Ausbildung im Bereich Verkauf entschieden? Ja, ich wollte etwas machen, wo ich mit Personen zu tun habe, wo es mit Kompetenz geht, und der Verkauf hat mich schon immer eigentlich sehr im Detail fasziniert. Für mich ist der Verkauf eigentlich auch die Basis von jedem Geschäft, wenn man so sagen darf. Und ich glaube, das Verkaufen ist nicht nur ein Teil des Geschäftes, sondern auch wenn ich an Bereiche denke wie Politik oder Religion oder auch im Ausgang, dann denke ich mir, geht es eigentlich um Verkauf. Über welche Stationen bist du eigentlich zum heutigen Job gekommen? Ja, war vielleicht nicht unbedingt ein sehr direkter Weg. Ich habe im St. Galler Rheintal die Sekundarschule absolviert und habe dann eine Lehre angefangen als Detailsanlagengestellter bei einem größeren Unternehmen hier im Rheintal und war dort involviert im Verkauf von Werkzeugen und Maschinen. Also alles, was eigentlich mechanische Firmen, Spanabheben verwenden, diese Dinge wirklich mit Beratung an die Personen und an die Firmen zu bringen. Danach dieser Lehre war ich noch ein Weilchen in dem Unternehmen tätig, bin dann das erste Mal hat es mich gegen Westen gezogen, in die USA und Mexiko zum Sprachaufenthalt, und da habe ich schon mal gelernt, dass es sich auszahlen kann, wenn man Kombinationen von Wissen hat, die nicht
alltäglich sind, die nicht jeder macht. Ich bin dann aus Amerika zurückgekommen mit Englisch, mit Spanisch, mit Verkaufserfahrung und habe mich auf eine Stelle beworben, die bereits mit dem Vertrieb von kompletten Fabriken zur Tastaturherstellung weltweit tätig war. Ein sehr kleines Unternehmen, 20 Leute, und der Firmenbesitzer und ich waren die einzigen Personen im Verkauf. Und man kann sich vorstellen, ich als 22-Jähriger konnte sehr, sehr viel lernen, sehr viel profitieren. Es war ein bisschen chaotisch von der Firmengröße, vom Fokus her, aber einfach in der Kombination Vertrieb und dann Sprachen, die zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so verbreitet waren, eine gewisse Expertise, hat dazu geführt, dass ich dort hingekommen bin. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt in der Firma, habe aber auch gemerkt, dass das Ganze verbreitern und absichern möchte, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Marketingplaner an der Kaderschule, um einfach das abzusichern und das Wissen auch auf ein breiteres Fundament zu stellen. Von dort aus wurde ich dann abgeworben für ein größeres Unternehmen, auch wieder im Rheintal, im Bereich von der Vermessung. Und zwar hat diese Firma eine neue Abteilung oder einen neuen Fokus erstellt für den Vertrieb von Messgeräten für den Bau. Das waren auch drei sehr intensive Jahre, wirklich ein Geschäft aufzubauen mit zum Teil schon bestehenden Vertriebskanälen, jedoch einer anderen Kundengruppe, hier eigentlich auch mit Change Management umzugehen und auch Innovationen in den Markt zu bringen. Von dort aus bin ich nochmal abgeworben worden, auch ein größeres Unternehmen, das war dann wirklich fokussiert auf den Baubereich, Bauzulieferbereich in Liechtenstein, und war dann eigentlich 17 Jahre in dem Unternehmen tätig, in wirklich verschiedensten Funktionen in Jan, aber auch in den USA. Und das ganz Spannende an dem Unternehmen war, dass wir alle 2 bis 3 Jahre wirklich eine neue interessante Stelle, eine neue interessante Aufgabe angeboten hat. Und das war schon sehr speziell. Ich bin über 17 Jahre, bin ich mehrheitlich auf den Zehenspitzen gestanden und habe versucht, Ziele zu erreichen, die vielleicht nicht ganz einfach waren, konnte in der Zeit aber sehr, sehr viel lernen, sehr viel profitieren. Ich würde das heute, was ich dort gelernt habe, als beste Schule des Lebens bezeichnen. Welche Aus- und Weiterbildungen waren eigentlich für dich entscheidend und prägend? Was würdest du da sagen? Der Marketingplaner war für mich prägend, weil es wirklich das Chaos vom Arbeiten als sehr junge Person in einem kleinen Unternehmen auf eine breitere Basis gestellt hat. Und dann das zweite war die Fachhochschule Liechtenstein. Heute ist es die Universität Liechtenstein. Habe ich ein Nachdiplomstudium im internationalen Management besuchen dürfen. Nun habe ich noch ein paar Fragen an dich als Verkaufs- und Marketingleiter, Stefan Lang. Wieso hat man sich denn damals genau für dich entschieden? Ich denke mir, ein Punkt, und den habe ich, glaube ich, auch schon ein bisschen angetönt, geht es darum, dass ich vielleicht ein nicht so alltägliches Rüstzeug habe. Ich sehe sehr oft, sehe ich bei Kandidaten, die sich bei uns bewerben, die haben dann zum Teil einen eher typischen Werdegang. Und ich denke mir hier, man muss natürlich, wenn man sich für eine Stelle interessiert, sollte man ein bisschen aus der Masse hervortreten. Und ich denke mir, mit den Stationen, die ich gemacht habe, mit den Qualifikationen, die ich mitbringe, da kann ich auf fachlicher Seite kann ich sehr, sehr viel mitbringen. Ich denke mir, was aber den Ausschlag gegeben hat, schlussendlich am Ende des Tages muss die Chemie natürlich stimmen, und ich denke mir, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, was im Kern ist, alles andere ist lernbar, aber ich denke mir, die Werte, die müssen unbedingt stimmig sein, und ich würde sagen, das ist ein Hauptgrund, den ich suche, wenn ich Personen hier in die Firma reinbringe, und ich denke mir, das war auch ein Grund, wieso man sich für mich entschieden hat. Wenn du so zurückgehst, mittlerweile 5 Jahre, mit welchen Themen warst du eigentlich am Anfang, das heißt in den ersten Monaten bereits konfrontiert? Also hier würde ich wahrscheinlich erstmal den Generationenwechsel in der operativen Führung aufzählen. Die Firma ist jetzt wirklich in der 2. Generation als KMU angekommen. Als ich dazugekommen bin, war wirklich die erste Generation noch
entscheidend und fest im Sattel und wirklich im Tagesgeschäft involviert. Heute hat eigentlich die Nachfolgegeneration hat das Ruder übernommen. Man sagt oft, dass das eine der größten Herausforderungen beim Unternehmen auch darstellt. Ich würde sagen, wir haben das sehr gut gemacht, würde aber die Aussage, dass das etwas vom Schwierigsten ist, das ein Unternehmen bewältigen kann, würde ich eigentlich auch sofort unterschreiben. Was weiterhin so in den ersten Monaten auch ja, wichtig war, war weiter den weltweiten Vertrieb zu professionalisieren. Da gab es sehr viele Möglichkeiten. Also wir sind in über 100 Ländern sind wir tätig und haben dort eben ein Netzwerk. Ich habe schon gesagt, wir haben 8 Tochterfirmen. Wir haben aber auch über 50 Wiederverkäufer, die zu betreuen, die zu managen und wirklich auch zu schauen, dass bei allen Kunden Zünd mit Qualitätsprodukt aus der Schweiz in selben Maße mit denselben Qualitäten ankommt, war sicherlich eine der Herausforderungen. Dann weiter die Effizienz des Marketings erhöhen, hier vor allem auch die digitale Kommunikation, was natürlich auch in der Zeit, oder als ich begonnen habe, hatten wir 2 Tochterfirmen, jetzt sind es 8. Hier die Unterstützung zu leisten zur Integration und zwar nicht nur von den Prozessen, von den Abläufen und von der Zusammenarbeit, sondern auch sehr, sehr stark im Bereich der Kultur. Das wären so wahrscheinlich die größten Aufgaben, die am Anfang angestanden haben. Nach welcher Zeit konntest du eigentlich schon die ersten Erfolge feiern und welche waren das? So eine Einführung eines globalen CRM-Systems, dann so Value-Based Pricing. In der Vergangenheit war es eher, dass wir einfach einen Faktor auf den Herstellerpreis hatten, dass es hier wirklich wertebasierend ist. Dann auch professionelle Medienarbeit, Ausbau und Direktvertrieb, Ausarbeitung von Subsegmentstrategien und deren Umsetzung. Das würde ich alles sagen. Und wenn ich jetzt hier zurückschaue, die letzten 4,5 Jahre, waren das wahrscheinlich die großen Highlights. Eine Frage, die mir auch Kandidaten sehr oft stellen, die sagen, wie sieht es denn da typischerweise aus? Also die fragen mich zum Teil auch, wie ist ein typischer Arbeitstag? Ich weiß, es gibt diesen typischen Arbeitstag nicht, aber kannst du vielleicht doch irgendwie sagen, was du so einem typischen, unter Anführungszeichen, Arbeitstag machst? Typischen Arbeitstag gibt's absolut nicht. Und gerade im Vertrieb, würde ich mal sagen, sind wir Vertriebsleute stärker fremdgesteuert als andere. Da gibt's einfach wirklich so viele Einflussfaktoren. Wir messen die Kundenbesuche, Reisen, Besuche von Resellern, Verkaufsmietung, Abstimmung der Kommunikation, Abstimmung intern zu Projekten, Input in die Forschung und Entwicklung. Ich muss wirklich sagen, es gibt eigentlich keinen typischen Tag und das macht es genau eigentlich so spannend. Was gefällt dir eigentlich besonders an dem heutigen Job? Ich würde sagen, es ist das Produkt, das fasziniert, das ist die Kunden, das Leuchten in den Augen der Kunden, wenn sie über unsere Projekte und über unsere Produkte sprechen. Und dann, dass wir eigentlich weltweit tätig sind oder in über 100 Ländern unsere Kunden haben, das fasziniert mich eigentlich täglich. Was ganz, ganz speziell ist und sicherlich speziell für die Firma Zünd, wir sind wirklich sehr, sehr ein lokales Unternehmen. Bei uns sind weniger als 10% der Mitarbeiter, die am Mittag nicht nach Hause gehen und die 90%, die nach Hause gehen, die meisten sogar mit dem Fahrrad. Was zeichnet dich denn besonders aus als Verkaufs- und Marketingleiter? Ich bin guter Zuhörer, ich kann gut motivieren. Für mich ist Freiheit ein sehr großes Thema. Für mich ist es sehr wichtig, die richtigen Leute in die Position reinzubringen und dann eigentlich mit sehr einfachen Zielen und sehr weit gesteckten Leitplanken die Menschen anleiten. Und das führt meiner Meinung nach zum Erfolg. Was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Entscheide so möglichst nahe an der Entstehung der Frage gelöst werden. Also nicht lange Hierarchiewege, sondern eine Kompetenz sehr nahe beim Kunden. Das ist für mich ein Schlüssel. Wenn ich das so plastisch beschreiben würde, dann ist für mich eigentlich ein Schwungrad, das eigentlich mit positivem Feedback angetrieben wird, würde ich so als Schaubild meines Führungsstils am ehesten sehen. Was rätst du einem Menschen, der sich für deine Position interessiert?
Da denke ich mir, ein paar Sachen habe ich angetönt und vielleicht, wenn ich das auch noch ein bisschen zusammenfassen darf. Als du mich gefragt hast, was wäre mein Leitspruch über einem CV, dann ist es keine Karriere. Und da geht es eigentlich darum, sicherlich Freude an dem zu haben, was man hat, sich dort wirklich einzusetzen, dort auch die Sinnhaftigkeit, Dinge zu wählen, an denen man Spaß hat, weil der Rest, der fällt einem dann eigentlich eher automatisch zu. Ich denke mir, eine Karriere kann man weniger planen. Man kann sicherlich, kann man sich einen Rucksack packen und Rüstzeug in diesen Rucksack reinpacken, durch Weiterbildung, durch Erfahrung, durch Techniken. Ich denke mir, das ersetzt noch nicht die Freude, der Spaß, die Wertigkeit, die eigentlich dann auch eine Karriere oder eine Weiterentwicklung überhaupt ermöglicht. Kannst du mir vielleicht auch noch sagen, wie dich dein Unternehmen unterstützt, damit auch du höchst erfolgreich sein kannst? Die gleichen Freiheiten, die ich meinen Teammitarbeitern eigentlich gewähre, die wird mir auch gewährt. Und ist eine Kombination aus Freiheit, aus Zuhören, aus kurze Entscheidungswege, offen sein für neue Ideen, offen sein, etwas Neues auszuprobieren. Also nicht nur die Diskussion, sondern auch, wir probieren das mal aus, wir schauen mal, was daraus herauskommt. Und da durfte ich auch schon vielleicht ein paar verrücktere Ideen mal ausprobieren. Kannst du jeden Tag das machen, was du am besten kannst? Ich denke mir, man muss die Frage ein bisschen differenziert anschauen. Und ich denke, es wäre gar nicht wünschenswert, dass ich jeden Tag nur das machen könnte, was ich am besten machen kann. Dann hätte ich auch keine Möglichkeit zu wachsen. Man wächst an Aufgaben, die man vielleicht noch nicht so gut kann. Man lernt daraus, man lernt aus neuen Situationen, aus neuen Gegebenheiten, macht auf dem Schluss einen Fehler oder gewinnt Erfahrungen. Und genau das, denke ich mir mal, ist auch sehr, sehr wichtig für eine persönliche Weiterentwicklung. Also ich hoffe, dass ich auch über meine restliche Karriere weiterhin die Möglichkeit habe, mich beruflich so zu verwirklichen, dass ich nicht jeden Tag nur die Dinge mache. Okay, super Antwort. Okay. Du kennst vielleicht dieses Buch von John Strzelecki, The Big Five for Life. In dem Buch spricht er einfach sehr, sehr oft eben vom Zweck der Existenz. Und da war jetzt einfach meine Frage, kennst du zufälligerweise deinen Zweck der Existenz oder deinen persönlichen Lebenszweck? Ich denke mir, ich habe einen Sinn und Zweck des Lebens, den habe ich für mich selber definiert oder für mich gefunden. Und zwar möchte ich in meinem direkten Umfeld, ich möchte mein direktes Umfeld positiv beeinflussen oder das direkte Umfeld, das Leben lebenswerter gestalten. Und das wäre eigentlich schon der versuchte Lebenszweck, den ich für mein Leben gewählt habe. Kannst du mir vielleicht von Entscheidungen berichten, wo du aus heutiger Sicht vielleicht anders treffen würdest? Und wenn ja, was war das? Oder welche wären das? Ja, natürlich muss ich jetzt sagen, ich hätte meine Bitcoins vor 2 Jahren nicht verkaufen sollen, obwohl das wäre vielleicht ein bisschen eine flache Antwort. Spaß beiseite, wenn ich wieder aus heutiger Sicht zurückschaue, dann sind es eigentlich genau die Situationen oder die Positionen, die für den Moment oder im Moment am herausforderndsten waren, die waren aus heutiger Sicht oder im Rückspiegel, waren die wertvollsten. Was willst du eigentlich in den nächsten Jahren noch bewegen? Was mich noch ein bisschen reizen würde, natürlich möchte ich ja hier in diesem Unternehmen die Weichen so stellen für die Zukunft, dass die Firma auch in 20, 25, 30 Jahren noch wirklich nachhaltig, profitabel am Markt operieren kann. Das wäre jetzt vielleicht auf der geschäftlichen Seite. Was mich auch sehr, sehr reizen würde, wären die Erfahrungen, gemacht habe, die würde ich sehr gerne auch einem breiteren Publikum weitergeben. Gibt es vielleicht auch eine Weiterbildung, wo du sagst, aus deiner beruflichen Erfahrung, wo du besonders empfehlen könntest? Ein Executive MBA im Bereich von Digitalization oder digitaler Transformation, weil ich dort einfach Dinge sehe, die mit einer Intensität und mit einer Geschwindigkeit auf uns zukommen, wo ich mich eigentlich lieber noch ein bisschen stärker vorbereiten möchte. Gibt es vielleicht auch ein Buch oder sogar ein Hörbuch, wo du besonders empfehlen könntest?
Also ein Buch, das ich immer wieder lese, ist von Paulo Coelho, Der Alchemist. Und da steckt für mich so wahnsinnig viel Wahrheit drin. Das ist eines der schönsten Bücher mit den meisten Antworten, das ich kenne. Stefan, herzlichen Dank jetzt für dieses Interview. Es hat mir Spaß gemacht, auch mal eine komplett andere Sicht mal mitzubekommen. Jetzt zum Schluss, wie kann man zu dir, wie kann man zu euch Kontakt aufnehmen? Die Möglichkeit bei der Firma Zünd, wir sind eigentlich auch immer wieder auf der Suche nach sehr talentierten Mitarbeitern im Team. Und da möchte ich einfach sagen, unsere offenen Positionen, die sind auf Ostjob, sind hier ausgeschrieben. Da kann man sich auch eine Suchmaske hinterlegen. Und dann zusätzliche Tipps, verlinkt euch auf LinkedIn, auf Xing, soziale Netzwerke. Die meisten Sachen, ich habe es auch im Interview vorher gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen dort jemanden kennen, der jemanden kennt. Ich denke mir, das sind sicherlich wichtige Schlüssel, um im Leben weiterzukommen. Wenn jemand möchte, sich mit mir über LinkedIn zu verbinden, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Okay, also das heißt konkret auf LinkedIn Stefan Lang eingeben. Gibt es mehrere Stefan Langs? Wird es wahrscheinlich geben, aber wenn man noch Zünd dazu nimmt, dann wird man wahrscheinlich schon einen Treffer haben und sonst kann ich so auch gerne auch den Link hinterlegen. Genau, ich kann sonst auch den Link auch bei mir noch aufführen, wenn das für dich okay ist. Super, gerne. Sehr gut. Stefan, herzlichen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg, viel Freude. Ja, bis bald wieder mal. Das von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank. Hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal. Genau, alles Gute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.